was ist das denn, Julius? Es ist mega voll hier auf dem Spielplatz. Ja. Da gibt's hier irgendwas umsonst heute? Was wollen die denn alle hier? Oh Mann. Oh, na toll. Ich dachte, wir wären die Einzigen hier. Das wäre so cool. Dabei sind wir eigentlich so früh gekommen. Oh Mann, es ist so voll. Das Karussell ist komplett besetzt. Oh Mann, und nicht mal aufs Klettergerüst können wir. Da ist es auch mega voll. Sag mal, was wollt ihr eigentlich alle da? Oh Mann, und auch an der Kletterwand, da sind so viele Kinder. Die stehen dort schon richtig Schlange. Und das Einzige, was wir machen können, ist Basketball spielen. Und ganz ehrlich, heute habe ich irgendwie gar keine Lust darauf. Ich auch nicht. Mann, und was machen wir jetzt? Keine Ahnung, Julian, wollen wir nicht einfach die Biege machen und irgendwas anderes? Hier können wir sowieso nicht skaten. Die Biege? Was heißt das, Julius? Abhauen. Ach so, ja, okay. Hä? Julian, hast du ja schon mal diese Baustelle gesehen? Nein. Ist die neu? Ich glaube schon. Komm, lass uns hier mal ein bisschen was angucken. Mhm. Aber skaten können wir hier auf jeden Fall auch nicht. Ja, ich leg schwierig. Einfach mein Skateboard hier hin. Okay. Komm, Julian, oder hast du etwa Angst? Nein. Wow, was ist das denn? Weißt du, was das ist, Julius? Nee, keine Ahnung. Sieht aus wie so ein Mini-Kipper oder LKW oder so. Da sind irgendwelche Steine drinne. Oh, ich will auch sowas haben. Das sieht ziemlich cool aus. Und weil das so klein ist, ist das, glaube ich, für Kinder, oder? Also ich werde Mama und Papa sagen, die sollen mir auch sowas kaufen. Ja, ja. Guck mal, Julian, hier liegt auch so ein Stein rum. Der gehört bestimmt da rein. Wollen wir versuchen, den anzuheben? Okay. Also ich wette, du kannst den nicht anheben. Was, der wird alleine? So schwer sein. Ja, probier mal aus. Hm. Julius, das hättest du nicht sagen sollen. Also du weißt, ich bin mega stark, ne? Und ich wette, ich schaffe das, weil ich hab heute Spiegelei gefrühstückt und das gibt mir mega viel Kraft. Und? Ich glaube, das wird nichts. Nein, ich krieg das kein Stück hoch. Was ist das? Was ist da drinne? Ich helf dir mal. Okay. Hilf mir, los. Auf drei. Eins, zwei, drei. Los! Oh Mann, ist das schwer! Oh Mann, ihr habt es nur geschafft, 1 Zentimeter das Ding hochzuheben. Oh, das ist doch nicht für Kinder. Das funktioniert so nicht. Aber, hey Julius, 1 Zentimeter ist 1 Zentimeter, oder? Auf jeden, High Five! Hm, was ist das denn für ein Ding? Ist das eine Brücke oder so hier? Kann man da drüber gehen? Ich habe sowas mal gesehen beim Sport, da kann man irgendwie balancieren oder so. Was? Balancieren? Sport? Das schaffe ich auf jeden Fall, du weißt, ich kann sowas richtig gut. Wow, das ist ja wie im Zirkus. Warte, Julius, ich mach's perfekt. Sei vorsichtig. Julius, ich bin gleich am Ende hier. Aber Julian, das sieht überhaupt nicht stabil aus. Komm lieber mal runter da, nicht, dass das einbricht oder ja, so. Ja, was? Einbrechen, was? Oh nein, jetzt ist es zusammengebrochen. Oh, das passiert im Zirkus normalerweise nicht. Oh, hast du dich Nase. Verletzt? Oh, meine Nase schon wieder. Mist. Sag mal, Ines, hast du wieder was fallen lassen oder was? Ich habe hier irgendwas gehört. Nein, ich habe gar nichts gemacht. Ich habe nichts gehört. Hast du dir sicherlich nur eingebildet. Du hast so schlechte Ohren, ja, weil du nie deinen Gehörschutz trägst. Ja, ist ja gut. Oh Mann. Komm, ich helfe dir auch. Blutig eigentlich? Nein, ne? Nee, alles in Ordnung soweit. Okay. Ich kann nichts sehen. Oh Mann, Julian, du bist echt ein kleiner Pechvogel. Ja, aber im Zirkus passiert das normalerweise auch nicht. Warum mir das jetzt passiert, wir das sind keine ja auch Ahnung. Nicht im Zirkus. Wir aber sind ich habe auch die Musik gemacht. Wow, wie cool ist das denn? Was ist das? Oh, das ist das nicht so ein Kran oder so? Das habe ich, glaube ich, schon mal gesehen im Fernsehen. Damit kann man so schwere Sachen transportieren, glaube ich. Ja, genau. Guck, da ist auch dieser ganz, ganz schwere Stein von eben drinne. Julius, ich hatte so einen Kran schon mal als Spielzeug auch. Echt? Und das zu steuern, damit zu spielen, das ist voll einfach. Das geht sowas von einfach. Ja, Emma konnte das sogar. Du, Ines, der Kaffee kommt langsam. Ich muss kurz auf Klo. Alles klar, Ingo. Was soll ich sonst machen? Ich warte hier auf dich. Oh Mann. Hier stinkt's ja richtig heftig. Sag mal, Ines, warst du das oder was? Oh Mann, und jetzt ist es hier mega dunkel drin, wenn ich die Tür zumache. Aber auflassen kann ich es auch nicht. Oh Mann, ich hoffe, ich kann mich nur auf die Klobrille setzen. Julius, soll ich dir zeigen, wie man das steuert? Dann kannst du das auch lernen. Ich weiß nicht so recht. Ja, doch, ich zeig dir das jetzt. Voll gefährlich. Nein, Quatsch. Guck, siehst du? Jetzt geht das ein bisschen nach da und nach da. Aber Julian, pass auf, nicht so was? Weit nach rechts. Da ist so ein Häuschen. Was für ein Häuschen? Julian, du musst es nach links machen. Was? Nach links? Wo ist links? In die andere Richtung, Julian. Hey, was ist da draußen los? Hier ist besetzt. Boah, was für eine Sauerei. Wer war das, Ines? Lass uns schnell abhauen, Julian. Los. Julius, weg hier. Oh Mann. Boah, ist das widerlich. Ist das eklig. Und dabei war ich noch nicht mal auf Klo. Ich war noch nicht so weit. Ich bin noch so müde. Ich möchte gar nicht aufstehen. Ich,
würde gern den ganzen Tag hier im Bettchen verbringen. Emma, kannst du jetzt bitte aufstehen? Wir bekommen doch gleich Besuch vom Kochclub. Los, steh bitte auf. Ach Manu, es war gerade so schön warm und kuschelig. Und jetzt kommen ganz viele fremde Leute. Ich mag das nicht. Na gut, dann stehe ich eben jetzt auf. Mach mich fertig, Manu. Wo ist eigentlich mein Teddy? Wo ist Bobo? Der war doch noch in meinem Bettchen letzte Nacht. Oh, Samira, wo kommst du denn her? Ich habe mich total erschrocken. Au! Wegen dir bin ich hingefallen. Au. Emma, bist du schon aufgestanden? Ich höre gar nichts von ihr. Emma, was ist denn passiert? Steh auf. Bist du hingefallen? Oh nein, mein armes kleines Schätzchen. Emma, was ist mit dir? Geht's dir nicht gut? Ich rufe einen Krankenwagen. Oh nein. Wo bin ich denn hier gelandet? Mama, warum schreist du mich denn so an? Das ist ja ohrenbetäubend. Emma, bist du wirklich in Ordnung? Ich habe mir gerade solche Sorgen um dich gemacht. Geht's dir gut? Soll ich vielleicht nicht doch einen Arzt rufen? Mit meiner Gesundheit ist alles bestens in Ordnung, Mutter. Ich fühle mich großartig. Ist irgendwas passiert? Mutter? Normalerweise sagst du immer Mama, aber ist für mich auch in Ordnung, Emma. Hauptsache, dir geht es gut. Also mir geht es ganz großartig, hervorragend sogar. Und wie geht es dir, Mutter? Du siehst etwas erschöpft aus. Hast du vielleicht Stress? Also ich habe tatsächlich Stress. Ich bekomme gleich Besuch und ich muss noch das ganze Haus aufräumen und noch jede Menge vorbereiten. Ach, aber Emma verhält sich schon wieder ein bisschen seltsam. Na gut, Mutter, ich gehe dir zur Hand. Ich werde das Badezimmer mir vornehmen. Das werde ich jetzt gründlich reinigen, bis es glänzt. Oh, was für ein Durcheinander hier. Ach, wo soll ich denn bloß anfangen? So viel zu tun. Vielleicht sollte ich das Badezimmer auch noch umstellen. Dieser Schrank, der passt hier irgendwie nicht hinein. Ich weiß auch nicht. Also vom Stil her, das ist auch gar nicht meins. Mal sehen, ob sich dieser Schrank verrücken lässt. Ich werde versuchen, das Badezimmer umzustellen. Auf eigene Faust. Meine Energiereserven sind nicht ausreichend dafür. Ich sollte meine Mutter verständigen. Mutter, ich habe dir etwas Wichtiges mitzuteilen. Ich werde es nicht schaffen, diese Möbel zu verrücken. Das solltest du übernehmen. Was? Schon so spät? Oh Mann, die sind ja jeden Moment hier. Ich habe noch gar nichts vorbereitet und die Gäste kommen gleich. Oh Mann! Mutter, hast du mich etwa nicht gehört? Ich habe gerade mit dir gesprochen. Mutter, ich bin's, deine Tochter Emma. Ich bin direkt hinter dir. Bitte kehre mir nicht den Rücken zu, wenn ich mit dir spreche. Emmalein, du redest total wirres Zeug. Ich habe dich noch nie so reden hören. Bist du sicher, dass alles in Ordnung ist? Ich denke, wir sollten doch zum Arzt. Vielleicht bist du auf den Kopf gefallen oder so. Mutter, dafür haben wir jetzt keine Zeit. Jeden Moment werden die Gäste eintreffen und wir müssen noch ein Bankett vorbereiten. Ein was? Ein Bankett? Ich dachte mehr an sowas wie Nudelsalat oder so. Nein, nein, Mutter. So ein Gericht, das können wir doch unseren Gästen nicht zumuten. Wir brauchen einen Genuss, einen Gaumenschmaus. Das würde sonst einfach die Geschmacksnerven unserer Gäste beleidigen. Mutter, du kannst ja hoch ins Badezimmer gehen. Da muss noch einiges aufgeräumt werden. Ich werde in der Zeit schon mal das Bankett vorbereiten. Also, Emma, vielleicht solltest du gar nichts machen. Geh lieber wieder zurück ins Bett und ruh dich aus. Irgendwas stimmt mit dir doch nicht. Dann werde ich mal schauen, was dieser Kühlschrank so alles zu bieten hat. Ich werde allerlei Köstlichkeiten daraus kreieren. Stand der Schrank nicht irgendwie anders letztens noch? Das war bestimmt wieder Martin. Der verschiebt hier ständig alles. Und die Schublade ist auch schon wieder auf. Oh, ständig muss ich den Leuten hier hinterherräumen. So, das Badezimmer ist jetzt fertig, aber jetzt muss ich noch dringend das Essen vorbereiten. Oh Mann, ich habe gar nicht mehr so viel Zeit. Emma, was hast du denn gemacht? Mutter, ich habe ein Bankett vorbereitet. Es nennt sich Brunch. Das sind kalte und warme Speisen zwischen Frühstück und Mittagessen. Emma, wie hast du das alles so schnell hinbekommen? Ich war doch nur 5 Minuten oben. Das sieht super aus, aber ich habe dich noch nie irgendwie in der Küche etwas vorbereiten sehen. Mutter, das sind in der Küche die Arbeit, das ist meine leichteste Übung. Ich habe noch ganz viele andere Qualitäten, die ich dir noch zeigen könnte, wenn du möchtest. Ach, Emmalein, du bist mir heute so eine große Hilfe. Ich bin ganz, ganz stolz auf dich. Vielen Dank, Mutter. Das ist wirklich sehr nett und freundlich von dir. Wir werden aber jetzt noch mal schauen, wie das Ganze bei unseren Gästen ankommt. Und dann kannst du noch stolzer auf mich sein. Oh, die ersten Gäste kommen jetzt auch schon. Okay, alles vorbereitet? Perfekt. Wir können starten. Mutter, du kannst dich ja hier noch um das Essen kümmern und vielleicht schon mal Geschirr auflegen und ich werde die Gäste begrüßen. Wirklich, Emma? Das finde ich ja spitzenmäßig. Na gut, ich kümmere mich um das Geschirr.
Guten Tag, meine Damen. Ich bin Emma Vogel, die jüngste der Familie Vogel. Herzlich willkommen in der Luxusvilla zu unserem Brunch. Ach, du musst die kleine Emma sein. Ach, du bist ja niedlich. Danke. Ich habe noch nie so ein höfliches kleines Mädchen gesehen. Wie schön. Folgen Sie mir bitte, meine Damen. Hier oben geht es ins Esszimmer. Da können Sie sich hinsetzen und das Essen folgt sogleich. Ach, die Kleine ist ja sowas von zuckersüß. Also sowas habe ich ja noch nie gesehen. So ein höfliches kleines Mädchen. Emma, ich bin wirklich begeistert, wie du das Ganze hier machst. Super. Ach, das sieht ja lecker aus. Super. Ach, das ist jetzt der erste Brunch, an dem ich teilnehme und ich bin begeistert. Also schon vorm Essen bin ich begeistert. Das sieht so toll aus. Ach, Claudia, wirklich toll, wie du das alles gemacht hast mit dem Brunch. Super lecker, sieht alles so appetitlich aus. Aber ich hatte auch eine kleine Helferin, einen Hauswichtel. Sie hat mich kräftig unterstützt. Ach Mutter, falls das jetzt ein Kompliment sein sollte, ich bin kein Hauswichtel, ich bin deine jüngste Tochter und ich habe dir sehr gerne geholfen. Meine Damen, ich möchte einmal kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten. Ja, was ist denn, kleine Emma? Also ich finde es super, dass sie sich so einbringt und auch hier alles toll vorbereitet hat. Aber das ist einfach nicht meine Emma. Irgendwas stimmt hier nicht, ganz und gar nicht. Sieh hier vorne, rechts neben mir, Sie haben ein außerordentlich schönes Oberteil an. Sehr farbenfroh mit diesem Blumenmotiv. Das unterstützt Ihren Typ. Ja, Sie sehen fabelhaft aus. Ach, danke für dieses schöne Kompliment. Da freue ich mich aber. Du scheinst ja von Mode wirklich Ahnung zu haben, kleine Emma. Das könnte man wohl sagen. Aber schauen Sie besser nicht meine Kleidung an. Meine Mutter, die kleidet mich an. Wenn's nach mir gehen würde, hätte ich ganz anderen Kleidungsstil. Ach, wie goldig. Also, ich freue mich einfach über dein Kompliment. Aber nun müssen Sie mich leider entschuldigen. Ich habe noch etwas in der Küche, was ich Ihnen noch präsentieren möchte. Einen leckeren Kuchen. Mutter, könntest du mir eben kurz zur Seite treten, sonst komme ich nicht die Treppe herunter. Natürlich, aber Emma, vielleicht legst du dich doch wieder ins Bett. Irgendwie fehlt dir was. Ich weiß nicht was, aber du bist total seltsam. Seltsam? Mutter, das empfinde ich als Beleidigung. Ich bin nicht seltsam. Ich finde, dieser Brunch ist wirklich gelungen. Also, wenn du meinst, Emma, ich wollte dir auch nicht zu nahe treten und dich auch nicht beleidigen. Jetzt rede ich auch schon wie sie. Emma, eine Sache möchte ich dich noch fragen. Mutter, die Zeit lässt es gerade nicht zu. Ich bin wirklich gerade auf dem Weg in die Küche. Kann das nicht warten? Ich habe einen strikten Zeitplan vorbereitet für diesen Brunch. Und jetzt, nach dem vorherigen Essen, folgt jetzt der Kuchen. Also bitte entschuldige mich. Emma, pass auf, die Katze! Achtung! Oh! Aua! Wo bin ich? Bin ich hier hingekommen? Oh Gott, alles in Ordnung? Das war ein heftiger Sturz. Emma, geht's dir gut? Du bist ja schon wieder hingefallen. Das zweite Mal heute schon. Soll ich jetzt einen Krankenwagen rufen, Emmalein? Nein, ich will nicht zum Arzt. Wo ist eigentlich Bobo? Und ich möchte jetzt meinen Kakao. Den habe ich doch gar nicht bekommen. Und wer sind diese ganzen Leute? Die sollen nach Hause gehen. Emma, ich glaube, du bist wieder die Alte. Oh, ich habe mich schon solche Sorgen gemacht. Du hast wirklich sehr seltsam gesprochen. Aber ich bin froh, dass du wieder zurück bist. Alt? Ich bin gar nicht alt. Ich bin erst 3 Jahre alt und ich war auch nicht weg. Wieso sollte ich denn zurückkommen? Na gut, wie dem auch sei. Emma, leg dich ruhig hin. Du brauchst mir nicht mehr helfen. Alles gut. Was soll ich denn hier helfen, Mama? Das sind doch irgendwelche Leute vom Kochclub oder so. Ich kann überhaupt nicht kochen. Ich will jetzt Bobo. Ach, da ist sie ja wieder, die kleine Emma. Könntest du mich vielleicht auch mal modisch beraten? Also ich bin da immer ganz unsicher, was ich tragen soll, jetzt wo ich schwanger bin. Schwanger? Mode? Du hast bestimmt nur zu viel gegessen. Zu viele Donuts und das hat jetzt einen ganz dicken Bauch gemacht. Ich habe auch keine Ahnung von Mode. Mama, die fremde Frau redet mit mir. Wo ist jetzt Bobo? Oh Mann, Julian, wo sind wir denn wieder hier gelandet? Wie, wo sind wir hier gelandet? Ich wollte hier nicht hin. Ich will doch nicht unter Leute gehen. Du hast gesagt, du willst ein Date und hier hast du dein Date. Und ich habe eigentlich gar keine Lust mehr. Ich verstehe gar nicht, was dein Problem ist jetzt. Ich verstehe gar nicht dein Problem. Also, ich finde den Laden ziemlich cool und ziemlich hübsch. Hier können wir Cupcakes und Donuts essen. Ich verstehe gar nicht, was dein Problem ist. Außerdem, du bist doch ein Mädchen und sowas magst du doch. Sowas mag ich ganz bestimmt. Au! Das solltest du besser wissen. Au, hier, Mann! Warum schlägst du mich jetzt im Bauch? Nein, bleib doch mal hier, Mann. Warum willst du denn jetzt wieder direkt nach Hause? Kein Bock auf den Blödsinn. Du, Lisa, sag mal, warum hast du keine Schuhe an? Das geht dich gar nichts an. Pass lieber auf, dass du deine Schuhe noch behältst. Du kannst dich dann umsehen und dann sind sie weg. Dann hab ich sie nämlich, ja? Oh Mann, Julian, jetzt lass dir doch endlich mal was einfallen. Ich habe jetzt auch Hunger. Was, wir sind doch hier in diesem Cupcake-Laden. Also lass uns einfach Donuts essen. Und hör auf, dich zu beschweren, ja? Du machst nur Ärger. Du laberst die ganze Zeit nur und machst gar nichts. Du beschwerst dich nur. Also hör auf zu meckern jetzt. Oh
Oh Mann, jetzt stehen auch noch die Leute hier im Weg rum. Hey, geh doch mal aus dem Weg da, ich will da durch. Das kann man doch etwas höflicher sagen. Also, höflich, ja? Das gibt's doch nicht, also. Nee, das kommt gar nicht in Frage. Ich kann mal ein bisschen grober sagen. Jetzt lass mich durch, du Alte. Alte? Na sowas. Ja, jetzt geh schon zur Seite, Mensch. Wir wollen zum Cupcake-Laden. Sollen wir jetzt hier den ganzen Tag stehen? Geh mal zur Seite. So unerzogene Kinder habe ich ja noch nie erlebt. Wie benehmen die sich denn? Pass lieber auf, ja? Aua, meine Schulter. Das muss ja nicht sein. Zeig's ihr. So, los, komm, Lisa. Wir sind vorbei. Na geht doch, aus dem Weg. Warum nicht gleich so? Mensch. Hey, sag mal, hast du jetzt gerade meinem Freund hinterher geguckt? Das gibt's doch wohl nicht. Guck woanders hin. Also bitte. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Wer hat euch denn erzogen? Oh Mann, jetzt ist es hier auch noch mega voll und wir kommen nicht an die Reihe. Ja, Julian, bleib ruhig, bleib. Ja, ich hab Mensch. Wirklich Hunger. Ja, bleib jetzt ruhig. Sag mal, wenn du Hunger hast, dann bist du nicht mehr normal. Wobei, so bist du auch nicht normal. Jetzt warte mal kurz. Oh Julian, jetzt mach doch mal endlich was. Ich hab wirklich bleib doch mal ruhig, Mensch, bleib ruhig. Tu was. So, ich zeig dir jetzt einen Trick, wie du in der Schlange immer nach vorne kommst. Okay? Guckst du? Guckst du? Ja, jetzt los, mach. Hey, du da. Weg da. Au! Sag mal, was soll das? Ach, du bist es, das ist der große Julian. Ja, geh ruhig vor. Ja, besser ist es. Ihr könnt hier gleich abhauen. Wenn ich dich hier nochmal im Cupcake-Laden sehe, dann gibt's richtig Ärger. Ich habe hier heute ein Date, damit du Bescheid weißt. Kira, komm, wir gehen lieber, weil der Julian und seine Freundin anscheinend, ich weiß zwar nicht, ob das die Freundin ist, aber die sind nur auf Ärger aus. Komm, wir gehen lieber. Oh, na endlich. Das hat ewig gedauert, Julian. Wie Mensch. Ewig? Ich hab das doch direkt geklärt. Sag mal, was ist dein Problem eigentlich schon wieder? Das dauert mir zu lange hier. Mensch, such dir jetzt was aus und beschwer dich nicht. Boah, sonst dauert der Tag wieder viel zu lange mit dir. Ich will auch irgendwann nach Hause, los. Oh, ja, ist gut. Also, ich hätte gerne so einen Cupcake und so einen Kuchen und... Oh, was denn noch? Mann, ich kann mich nicht entscheiden. Boah, Lisa, du übertreibst wieder. Wie soll ich das denn alles holen? Such dir was zu essen aus und was zu trinken. Das reicht dann. Oh, na gut, dann nehme ich halt so ein Kringel da, so ein Donut. Los! Und so ein Getränk, mir egal. Hallo, ihr Süßen. Na, süß? Ist das ein Date? Was? Das nein! Kann ich denn das geht dir gar nichts an. Ich will da so ein Kringel da mit dieser Glasur so ein und dann noch da so was anderes da hinten. Also ich nehme auch einen Donut. Ja, und so ein Getränk da, so ein Shake. Ja, machen Sie mir so mal einen fertig. So, ihr beiden, bitteschön, zwei Donuts und einen Milchshake. Alles gut? Gut, ja. Du, Lisa, du zahlst das, ne? Also was? Ich habe gar kein Geld dabei. Willst du mich veräppeln? Du zahlst das natürlich, als ob ich das jetzt zahle, dein Essen. Ich dachte, du lädst mich ein, das war deine Idee, ich wollte hier gar nicht hin. Ja, und denkst du, ich zahle das jetzt alles? Bist du verrückt? Oh, Joel, du bist ein richtiger Blödmann. Ja, warte, ich klär das schon. Also, du hast kein Geld. Ich klär das jetzt. Können wir das auch gleich zahlen? Also, wir wollen das erst essen und dann zahle ich das danach. Das geht doch, oder? Eigentlich geht das nicht. Aber wenn du mir versprichst, dass du gleich wiederkommst und du hast ja wirklich nett gefragt. Ja, klar, versprochen, dann natürlich. Dann machen wir heute mal eine Ausnahme. Ja, ist ja okay. Wir nehmen das jetzt mit, danke. Und wo soll ich jetzt mit dem ganzen Krempel hier hin? Ich kann das nicht mehr lange halten. Ich werde an so einem Tisch da essen. Na, warum kannst du das denn jetzt nicht im Stehen einfach essen? Boah, Lisa, ey. Da vorne, da will ich hin. Aber da sind schon Leute. Julian, jetzt mach doch endlich mal was. Ja, warte, ich kümmere mich drum. Warte, ich lass mir was einfallen. Hallo, das ist mein Platz hier. Hallo, du da, mit dir rede ich, das ist mein Platz. sprichst du mit mir? Also der Platz gehört hier allen. Tut mir leid. Okay, gut, das wollte ich eigentlich nicht machen, aber dann geht's halt nicht anders. das gibt's ja nicht. Oh, bist du ekelig. Tja, eigentlich wollte ich das nicht machen, aber es ging jetzt auch nicht anders. Lisa, kommst du? Lisa! Was stinkt denn hier so? Wie, was stinkt hier? Bist du in Hundekacke getreten? Was? Ach so, ich habe eben kurz gefurzt, damit die Frauen abhauen, aber es hat ja geklappt. Du bist echt ekelhaft. Was? Komm, Lisa, du redest schon wieder viel zu viel. Ich will von deinem Shake probieren, gib mal her. Kommt gar nicht in Frage, Julian. Was? Hättest wieso selber denn nicht? Können. Das ist meiner, da kriegst du da gar nichts von ab. Boah, Lisa, ey, du bist echt anstrengend. Hättest du mir... Nur Milkshake, wir sind doch zu zweit hier, sag mal. Das soll doch sowas wie so ein Date, glaube ich, werden. Obwohl, nein, mit dir weiß ich nicht. Oh Mann, ich weiß echt nicht, warum ich meine Freizeit mit dir verbringe. Ich glaube, ich kann dich gar nicht ausstehen. Voll ätzend bist du. Junger Mann, du wolltest doch noch zahlen. Das Geld steht noch offen. Oh Mann, ja, hier kann man ja nicht mal in Ruhe essen. Ey, wir wollten erst essen und dann zahlen. Das macht jetzt einmal 6,50 €. Was? Jetzt nicht? Also doch, bitte jetzt, sonst muss ich jetzt hier wirklich den Sicherheitsservice rufen. Ach so kommst du uns jetzt. So kommst du uns jetzt. Weißt du was? Diese Donuts und den Milkshake, die kannst du wieder haben. Hier, kannst du haben. Die schmecken sowieso nicht. Hier, bitteschön, kannst du haben. Also wirklich.
Die kann man nicht einfach zurückgeben. Also ihr seid wirklich unverschämt. Ihr habt euch die Donuts geholt und die werden jetzt auch bezahlt. Nee, zahle ich nicht. Doch, die werden gezahlt. Auf jeden Fall. Nein, ganz bestimmt nicht. Und weißt du, was ich jetzt mache? Ich nehme diesen Laden hier auseinander. Ja, los, Julian. Na, was sagst du dazu? Voll die coole Aktion von dir. Ich werde sofort eure Eltern informieren. Aha, interessiert mich gar nicht. Die Polizei. Ihr könnt mir doch nicht den ganzen Laden demolieren. Oh, doch, können wir. Wenn du Geld dafür haben willst. Wir wollten eigentlich in Ruhe essen und du machst uns alles kaputt, nur weil wir zahlen müssen. Wir hätten bestimmt gezahlt, wobei, na, ist ja auch egal. Oh Mann, ey, die kann sich echt anstellen. Los, Julian, die hat noch nicht genug. Das könnt ihr doch nicht machen. Halt! Hier, das ist alles blöd hier, dieser ganze Cupcake-Laden. Hier, das ist alles blöd, das hier muss man ja für alles zahlen. Also, ich rufe jetzt den Sicherheitsdienst. Stopp, halt! Hör doch auf, alles kaputt zu machen. Julian, los, wir müssen weg. Der Sicherheitsdienst kommt. Ah, okay. Aber das war echt eine coole Aktion von dir. Ich hab dich wirklich gern. Ja, ist doch auch so. Wenn man was kauft, warum soll ich denn dann direkt zahlen? Verstehe ich gar nicht. Oh Mann, mir dauert das hier schon wieder viel zu lange, Julian. Was jetzt denn? Komm endlich mit. Oder bleib hier, ist mir egal. Hauptsache, ich kann mich hier selbst retten und werde nicht verhaftet. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Wir können ja das nächste Mal ins Einkaufszentrum. Da gibt's dann mehr zu demolieren. Oh, der Film ist echt super. Nicht umschalten. Warte mal ab, was gleich passiert, Martin. Bäh, was ist das denn? Voll eklig, oder? Hey, Mama, Papa, mir ist langweilig. Was macht ihr da? Kann ich mit euch spielen oder so? Julian, das geht nicht. Wir gucken gerade einen Film und der ist auch gar nicht für Kinder bestimmt. Das ist ein ziemlich gruseliger Film. Über Aliens, Außerirdische. Aliens? Ja, Julian, über Aliens, Außerirdische halt. Ja, ja, ich weiß, was das ist, Papa. Also, dann weißt du auch, dass das kein Film für Kinder ist. Geh mal lieber wieder nach oben. Ja, ist ja gut. Ich habe sowieso keine Lust auf Aliens oder sowas. Ist doch voll langweilig. Apropos Aliens. Martin, weißt du noch, als letztes Jahr die Aliens hier in Playmobil City waren? Diese... Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Da war echt ziemlich was los hier. Ja, ja. Was? Aliens waren schon mal hier in Playmobil City? Daran kann ich mir ja gar nicht erinnern. Ich frag mal Hannah, vielleicht weiß die das ja. Aliens in Playmobil City? Das wäre wiederum ziemlich cool. Emma, Hannah, ich muss euch was erzählen. Also ihr werdet das nicht glauben. Ihr werdet das niemals glauben, glaube ich. Oh Mann, Julian, was ist? Willst du schon wieder hier unsere ganze Spielrunde kaputt machen? Nein, und unsere Sachen klauen? Nein! Wusstet ihr, dass es schon mal Aliens, also Außerirdische hier in Playmobil City gab? Vor einem Jahr hab ich eben von Mama und Papa gehört. Ach Quatsch, Julian, das stimmt nicht. Sowas gibt's nur im Fernsehen. Aber Mama und Papa haben das eben gesagt. Was? Außerirdische hier? Mhm. Oh, ich hab Angst. Ich versteck mich lieber, bevor die mich kriegen. Ach, Julian, jetzt hör doch auf, Emma Angst zu machen. Ich kann mir das nicht vorstellen und ich kann mich auch nicht daran erinnern. Wir müssen rausfinden, ob das wirklich stimmt. Ja, und wie sollen wir das machen? Also, hast du irgendeine Idee? Ich geh jetzt mal rüber und hol den Laptop. Und dann können wir mal schauen, ob wir was im Internet dazu finden. Aber Emma, jetzt komm da raus, du brauchst keine Angst haben. Nein, ich will nicht. Aber wir finden das schon heraus, ob es jetzt Aliens gibt oder nicht. Ich hoffe, du brauchst nicht. Keine Angst haben. Julian, Emma, wo bleibt ihr? Was soll ich hier eingeben in die Suche? Ja, wir kommen schon. Ja, Emma wollte halt nicht aus dem Bett, aber ich habe sie jetzt rausbekommen. Ich habe aber immer noch Angst. Ja, brauchst du doch nicht. So, ich habe den Computer jetzt hochgefahren, aber ich weiß nicht, was ich da eingeben soll. Ja, keine Ahnung, gib doch einfach irgendwie Aliens in Playmobil City oder irgendwie sowas. Du kannst das doch besser als ich. Aliens? Wie schreibt man das? Wo soll ich das denn wissen? Ich kann mir auch nicht helfen. Dann schreibe ich lieber Außerirdische und Playmobil City. Und Hannah, und, steht da was? Sag schon, hatten wir schon mal Aliens hier? Ich hoffe nicht, dass da irgendwas mit Aliens kommt. Und wenn, dann lügt der Computer, der will mir nur Angst machen. Volltreffer, ich hab's. Aliens in Playmobil City. Ah, so schreibt man das, Aliens, okay. Und hier ist auch ein Bild dazu, wollt ihr mal gucken? Was? So sehen die aus? Oh Mann, die sehen ja richtig witzig aus und richtig knuddelig. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es überhaupt Aliens gibt. Also eigentlich möchte ich das gar nicht sehen, aber jetzt habe ich es auch gesehen. Die sind ja süß. Oh. Aber hier steht, die sind nicht mehr in Playmobil City. Die haben unseren Planeten verlassen. Zwei Mädchen, Lena und Chrissy, haben sie erfolgreich überführt. Ob die wohl wiederkommen? Vielleicht haben die auch eine Telefonnummer hier gelassen. Dann kann man die vielleicht anrufen und die kommen dann zu Besuch oder so. Das wäre auch richtig cool. Ich möchte das aber nicht, dass Wieso die Aliens denn nicht? Kommen. Hannah, steht da irgendwas, ob die böse oder lieb waren, die Aliens? Oh, hier steht, die waren ganz gemein. Die wollten immer allen Kindern das Taschengeld klauen. Ich habe sowieso nichts mehr. Also die können ruhig kommen. Oh nein, wenn die böse sind, dann verstecke ich mich lieber schnell wieder in meinem Bett. Emma, bleib doch ruhig. Du brauchst keine Angst haben. Die sind doch gar nicht mehr da. Genau, das war letztes Jahr. Die sind schon längst weg.
Aber ich kann ja mal im Internet gucken, ob ich irgendwas finde, womit wir uns vor Aliens schützen können. Ja, das ist eine gute Idee. Vielleicht können wir irgendwie ein Schloss bauen, damit die hier nicht reinkommen oder ein paar Fallen stellen oder so. Und Hannah, was machen wir jetzt? Oh, ich habe hier ein Tutorial gefunden. Und? Da kann man sich so Hüte bauen aus Alufolie. Und die sollen angeblich die Aliens fernhalten. Aha. Na dann, wenn so ist, dann hole ich mal Alufolie. Hey Mama, was machst du? Du, ich wollte dich was fragen. Was gibt's, Julian? Ich mach gerade deinen Papa und mir einen Kaffee. Möchtest du vielleicht auch irgendwas trinken? Nein. Mama, du hast doch immer Alufolie, ne? Die brauchen wir zum Basteln. Ja, zum Basteln. Kannst du uns bitte ein bisschen geben, bitte? Wo hab ich die denn hingetan? Ach ja, da haben wir sie ja. Zum Basteln also. Hier, bitteschön. Oh, danke, Mama, dankeschön. Emma, du brauchst keine Angst mehr haben. Also die Aliens werden niemals kommen, weil ich habe jetzt diese Alufolie besorgt und damit schützen wir uns vor den Aliens. Also keine Sorge. Ja, Julian, du bist mein Held. Los, was müssen wir denn jetzt damit machen? Und wir müssen die Hüte aussehen. Kann man da einfach irgendwas keine machen? Keine Ahnung. Hannah? Also als erstes breiten wir die Alufolie aus. Okay, haben wir. Und du, Julian, du kannst mal mit deiner Schere die Alufolie in Streifen schneiden. Okay. Und Emma, weil du am meisten Angst hast, fangen wir bei dir an. Du bekommst den ersten Hut. Ja, gut. Also mein Hut soll ganz schön aussehen. Oder vielleicht auch Angst einflößen, damit die Aliens weglaufen, wenn die mich sehen. So, Emma, fertig. Und wie sehe ich aus? Total cool. Oh Mann, Emma, das sieht voll gut aus. Hannah, ich will auch so einen Hut. Los, komm schon, ich will auch so ein Ding. Klar, ich mach dir jetzt auch so einen. Na, wie sehen wir aus? Wir sehen total lustig aus, wie von einem anderen Planeten. So, als letztes kommt jetzt noch mein Hut und dann können die Aliens kommen, also dann können die uns gar nichts mehr anhaben. Und jetzt sind wir sicher. Oh Mann, sieht das cool aus. Ja. Ich finde die auch richtig toll. Hey, ihr drei, kommt ihr runter zum Armbrot? Julian, Emma, Hannah, da sind wir, Mama. Was gibt's denn zum Armbrot? Wie seht ihr denn aus? Kinder, was habt ihr denn gemacht? Also, anscheinend gibt es heute Abend Folienkartoffeln. Ach, wen haben wir denn da? Guten Morgen, Julian. Oh, guten Morgen, Brigitte. Ja, ich bin noch ein bisschen müde. Aber jetzt bin ich in der Kita. Es ist Sarah und Mia. Also, wie konntet ihr nur? Also, wie konntet ihr einfach nur? Ich bin gerade echt enttäuscht von euch. Oh, Julian, was ist mit dir los? Du hast uns noch nicht mal Hallo gesagt und kommst sofort hier hin und meckerst uns an. Ohne Grund. Ja, ich finde das total unfreundlich von dir. Das Bällebad ist nicht nur für dich. Wir können hier genauso rein. Und Hallo kann man auch mal sagen. Na gut, stimmt. Guten Morgen, Sarah. Guten Morgen, Mia. Und jetzt raus aus dem Bällebad. Oder noch besser. Ich komme jetzt rein. Mit einem grandiosen Kopfstand in dieses Bällebad. Vorsicht! Na, gefällt's euch? Oh Mann, ist das Julian. So richtig zirkusreif oder nicht? Oh Julian, wir wissen, wie toll du turnen kannst. Du musst dich hier nicht beweisen. Jeder darf ins Bällebad. Ich wollte es einfach nur mal zeigen. Also du hättest auch einfach normal hier reinkommen können. Du musst nicht erst so eine das Show langweilig. Machen. Aber Mia, du kennst mich einfach. Ich, du weißt, wie ich drauf bin, ne? Also ich bin ziemlich mutig und ziemlich sportlich. Also nicht immer, aber so muss man halt in Bällebad rein. Hey Leute, was macht ihr da? Kann ich vielleicht auch noch bei euch rein? Also von mir aus gern, Andreas. Hier ist auf jeden Fall noch ein Plätzchen frei. Okay, los! Cool. Aber Andreas, warte. Nicht so schnell. So einfach kommst du nicht ins Bällebad. Du musst schon was ziemlich Cooles machen, damit du hier ins Bällebad reinkommst. Oh, Julian, war ja klar. Was Cooles? Ja, also meinst du so einen Stunt oder so? So Touren? Das kann ich eigentlich nicht. Ach Quatsch, Andreas. Hör nicht auf Julian. Du kannst einfach so reinsteigen. Das haben wir auch so gemacht. Nee. Entweder ein Stunt oder du bleibst draußen. Also, Andreas, na, was sagst du? Also, ich sag dir jetzt mal was, Julian. Ich find dich voll doof. Du kannst ja nicht immer alles bestimmen und so. Doch, kann ich! Nein, kannst du nicht. Und außerdem, vielleicht kann ich andere Dinge besser als du. Und die kannst du dann vielleicht nicht oder so. Dann zeig's doch, Andreas. Was kannst du denn besser als ich? Ich glaube, du kannst zwar nichts besser als ich, aber zeig's doch einfach. Weiß ich jetzt gar nicht. Aber okay. Also, wie wär's mit einer Mutprobe, Julian? Ich verbinde mir meine Augen und dann gehe ich die Treppe runter und ich falle nicht runter. Das verspreche ich dir. Und wenn ich das schaffe, dann darf ich hier ins Bällebad, okay? Oh Mann, das sollte man eigentlich nicht machen. Man muss immer ganz vorsichtig sein auf der Treppe, hat meine Mama gesagt. Ja, und am besten hält man sich noch fest. Und jetzt müssen die hier so eine blöde Mutprobe machen. Immer müssen die sich so zeigen. Ja, los, Andreas. Ja, jetzt will ich es aber sehen, ja, ob du das hier schaffst, diese Mutprobe. Ich glaube nicht. Das werden wir sehen, Julian, das werden wir sehen, ich werde es schaffen. Guck, siehst du, ich schaff das und ich fall nicht runter. Oh Mann, wie schafft er das denn? Oh, der hat's ja echt drauf, hätte ich nicht gedacht, ich dachte, der wäre jetzt schon längst hingefallen.
Ich kann zwar Julian jetzt gerade nicht sehen, aber der macht bestimmt Augen. Na Julian, na, was hast du? So, ich glaube, ich bin gleich durch. Nur noch diese letzten Stufen. Ich glaube, hier ist das diese Kurve, ja. Und dann bin ich durch. Yes, geschafft. Na Julian, was sagst du? Oh Mann, der hat das echt geschafft. Hätte ich nicht gedacht. Ich muss das jetzt auch machen. Ach Julian, lieber nicht. Doch. Du fällst dann wieder hin. Nein, natürlich nicht. Julian, du musst echt niemandem hier was beweisen. Na, mach ich auch nicht, aber ihr wisst schon, mit wem ihr redet. Na, also ich bin's, Julian Vogel, ich schaff das locker. Ich verstehe dich einfach nicht. Jetzt könnt ihr mir meine Augen verbinden. Also bitte nichts mehr erzählen. Muss das sein? Ja, los. Das wird doch kein Problem für mich. Ich schaff das doch locker. Aber gar kein Problem. Vielleicht hältst du dich lieber fest. Nein, ja. Natürlich nicht. Das machen doch nur Mädchen. Ich brauch sowas nicht. Ich werde sowieso nicht hinfallen. Du, Julian, ich warte hier unten auf dich. Na, seht ihr? Ich schaff das locker. Wobei, ein bisschen wackelig ist das schon irgendwie. Kommt jetzt nochmal eine Stufe oder bin ich schon am Ende? Na, das ist doch gar kein Problem für mich hier. Oh Mann, wie viele Treppen denn noch? Wie viele Stufen noch? Wann ist das endlich hier zu Ende? Ich hab ein bisschen Schiss. Boah, Julian, echt nicht schlecht. Aber du bist gleich an der Kurve, also vorsichtig. Was? Hat jemand was gesagt? Andreas? Sarah? Mir habt ihr was gesagt? Ich kann nicht so gut hören. Oh nein! Au! Julian ist hingefallen. Bist du verletzt? Meine Nase. Hä? Hab ich da eben grad irgendwas gehört? Au. Was war das für ein Geräusch? Alles in Ordnung? Was ist denn hier schon wieder passiert? Julian ist hingefallen. Aber blutig? Warum sind denn seine Augen verbunden? Das war eine Mutprobe. Ja, und zwar sind die beide, Andreas und Julian, mit verbundenen Augen die Treppe runtergegangen. Und Julian ist halt hingefallen. Och, das gibt's doch wohl nicht. Julian, hast du dich verletzt? Das ist total gefährlich. Weiß ich nicht. Ich kann nichts mehr sehen! Ich kann nichts mehr sehen! Brigitte, hilf mir! Warum kann ich nichts mehr sehen? Hallo, bin ich blind? Ich glaube, ich bin blind geworden. Meine Augen! Ich glaube, ich habe mir meine Augen verletzt! Ich mach dir erstmal diese Augenbinde ab. Achso, ja, stimmt. So. Oh ja, stimmt. Ich sehe kein Blut. Irgendwas gebrochen? Nein, ich glaube nicht. Es tut nur ein bisschen weh. Also Kinder, nochmal. Ihr müsst euch hier wirklich nichts beweisen. Es geht nicht darum, wer irgendwas besser kann oder toller oder stärker ist oder irgendwas. Es geht nur darum, dass ihr viel Spaß beim gemeinsamen Spielen habt. Wo bin ich? Oh. Es ist ja noch nachts. Oh, das heißt, ich kann noch ein paar Stunden schlafen, bis ich dann zur Kita muss. Oh, das ist so ein gutes Gefühl, wenn ich weiß, ich kann noch ein bisschen schlafen. Wobei, eigentlich muss ich auf Klo, aber jetzt aus diesem gemütlichen Bett. Auf Klo gehen oder schlafen? Schlafen! Gute Nacht! Ich penne noch eine Runde und dann gehe ich erst auf Klo oder vielleicht auch im Bett. Mal schauen, was passiert. Oh Mann, ich glaube, ich habe verschlafen. Oh ja, auf jeden Fall habe ich verschlafen. Oh, es ist schon so hell. Oh Mann, wo ist der Wecker? Och nö, ich habe verschlafen. Oh, die Kita hat schon vor einer Stunde angefangen. Oh Mann, ich krieg so einen Ärger. Aber warum hat mich der Mama nicht geweckt? Egal, ich ziehe mich jetzt mal ganz schnell um und dann gehe ich direkt zur Kita. Mama hat bestimmt schon alles vorbereitet. Oder warum hat sie mich denn nicht gerufen? Komisch. Und die anderen sind auch noch nicht wach. Das ist ja richtig komisch. Okay, Emma schläft immer, aber Hannah noch am Schlafen, die müsste doch schon in der Schule sein. Na egal, ich habe mich jetzt umgezogen und dann muss ich mir jetzt nur das Gesicht waschen und dann geht's ab in die Kita. Soll ich Hannah wecken oder soll ich Hannah nicht wecken? Schlaf mal weiter. Und Emma ist auch noch am Schlafen, aber die schläft sowieso immer ganz, ganz lange. Emma schläft wirklich wie so ein Stein. Was könnte ich denn... Emma, Julian ist der Beste. Und wenn du das nächste Mal aufstehst, wirst du Julian alles bringen, was er will. Okay, das wird wahrscheinlich klappen. Wenn Emma jetzt wach ist, dann wird sie immer das machen, was ich will. Perfekt, hätte mir schon vorher einfallen müssen. Aber ob das klappt? Wir schauen. Hä? Mama und Papa am Schlafen? Das kann doch nicht sein. Hey, ihr! Die sind voll am Schlafen. Papa müsste doch eigentlich bei der Arbeit sein. Aber nein, Mama hat dann anscheinend schon alles vorbereitet. Ist dann vielleicht wieder eingeschlafen. Ja, das kann ja mal passieren. Ja, Mama ist bestimmt erschöpft. Ja, deswegen ist sie eingeschlafen und hat vergessen, mir Bescheid zu geben. Ja, das wird Brigitte bestimmt verstehen. Naja, sie hat ja alles vorbereitet für mich, die Mama. Kurz noch mein Gesicht waschen. Toll. Wo ist denn das Handtuch? Och, nö. Mann, jetzt weiß ich nicht, wo das Handtuch ist. Na egal, da gehe ich halt mit nassen Händen jetzt raus. Na, ich wusste es doch. Mama hat mir einen Kakao vorbereitet, damit ich frisch in den Tag starten kann. Oh ja, Mama denkt an alles.
Und der ist bestimmt richtig warm, schön warm, so wie ich ihn mag. Mhm. Hä? Was? Hey, Mama! Mama! Da ist ja gar nichts drin! Das ist doch ein Skandal! Mama hat vergessen, mir einen Kakao zu machen. Das vergisst sie sonst nie, aber sonst will ich eigentlich auch nicht... Hey, Mama! Mama, aufstehen! Und meine Tasche ist auch noch nicht vorbereitet. Mama, sonst hast du das doch immer gemacht. Wo ist meine Tasche jetzt? Och Mann, jetzt komme ich viel zu spät. Hä, warum ist denn meine Tasche noch da, wo ich sie gestern Abend gelassen habe? Normalerweise bereitet das doch Mama immer vor. Hm, komisch. Na egal, ich muss mich jetzt beeilen. Aber eigentlich habe ich noch ein bisschen Hunger. Ist da noch irgendwas da? Mama hat ja nichts vorbereitet. Hä? Ein Apfel, den nehme ich mit. Oh Mann, jetzt muss ich mich aber beeilen, weil ich bin schon echt viel, viel, viel zu spät für die Kita. Ich krieg bestimmt Ärger von Brigitte, aber die wird das bestimmt verstehen. Denn sonst ruft sie bei meiner Mama an und Mama hat verschlafen. Ja, ich habe gar nicht verschlafen. Mama hat verschlafen, ja. Hey Samira, kannst du den anderen Bescheid geben, dass ich schon zur Kita gegangen bin? Weil die sind ja alle noch am Schlafen irgendwie. Das ist voll komisch. Hey, hey alle. Hey, Hanna, Emma, Mama, Papa, ich gehe jetzt in die Kita. Und ihr seid alle am Schlafen. Also irgendwas stimmt doch mit euch nicht. Ihr seid so faul. So, jetzt bin ich da. Aber irgendwas war komisch. Also irgendwie war ich ganz alleine auf dem Bürgersteig. Normalerweise sind doch ganz viele Leute unterwegs. Hm, komisch. Na egal, jetzt ab schnell in die Kita, damit Brigitte vielleicht nicht ganz so doll schimpft. Oh Mann, ich muss mir irgendeine Ausrede überlegen. Ich sag, unser Haus hat einen Platten. Ja, unser Haus hat einen Plattenreifen, aber Häuser haben doch keine Reifen. Na egal, sie wird mir das schon glauben. Hä? Hallo? Warum komme ich denn nicht rein? Warum ist die Tür dann abgeschlossen? Hallo? Hey, Brigitte, Sarah, Mia, Kira, wo seid ihr denn? Hallo, Andreas? Hä, irgendwie ist auch keiner drinne. Das ist ja komisch, es ist ja keiner da. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Nein, mein Albtraum ist wirklich jetzt wahr geworden. Die haben die Kita für immer geschlossen. Das kann doch nicht sein. Die Kita ist für immer geschlossen. Oh Mann, was mache ich denn jetzt die nächsten Monate? Oh Mann, und was passiert mit Brigitte? Oh Mann, jetzt muss ich in eine andere Kita und ich habe darauf gar keine Lust. Julian, warum bist du denn schon wieder so aufgeregt? Ja, aber die Kita ist geschlossen, Mama. Ich verstehe dich irgendwie nicht. Entspann dich doch erstmal. Du bist total nervös. Ja, aber Mama, warum sollte ich denn nicht aufgeregt sein? Die Kita ist geschlossen und du bist voll locker. Normalerweise flippst du doch immer voll aus. Also, was sollen wir jetzt machen? Muss ich jetzt auf eine andere Kita, Mama? Bitte, ich habe keine Lust in eine andere Kita. Julian, du redest total wirres Zeug. Warum denn? Hast du mal in den Kalender geschaut? Wie Kalender? Heute ist Samstag, da musst du zur Kita. Hä? Wie kommst du denn auf die Idee? Was? Heute ist Samstag? Ja. Ach so, deswegen wart ihr alle am Schlafen und meine Tasche lag... jetzt verstehe ich das. Oh Mann! Kein Grund zur Panik, Julian. Am Samstag hat die Kita zu. Du kannst wieder am Montag hingehen. Ich hätte nie gedacht, dass du so wild auf die Kita bist. Ansonsten willst du doch da auch nicht hingehen. Leg dich erstmal wieder schlafen. Oh Mann, wie konnte mir das nur passieren? Am Wochenende in die Kita. Oh Mann, aber gut ist ja, dass jetzt Wochenende ist. Als ob ich mich jetzt wieder hinlege. Jetzt bin ich schon früh wach, also gehe ich jetzt auch zum Spielplatz. Oh Mann, typisch Julian. Frühstück doch erstmal was. Nö. Oh Mann, das ist echt mein bestes Geburtstagsgeschenk. Ein riesengroßes, aufblasbares Einhorn für den Pool. Oh, wie konnten denn Pia, Dave und John wissen, dass ich so gerne Einhörner mag? Das war bestimmt Daves Idee. Der weiß das ja, dass ich so gerne Einhörner mag. Na, mein gutes, ja, du bist ja ganz brav. Oh, das ist so toll, das Einhorn. Ich bin richtig verknallt in mein Einhorn. Und es ist so gemütlich. Ich glaube, ich werde nie wieder in meinem Bett schlafen, sondern jetzt immer auf meinem Einhorn schlafen. Was ist das denn? Was hat das hier in deinem Zimmer zu suchen? Hanna, was ist das? Ist das ein Pferd? Oder noch schlimmer, ein Einhorn? Hanna, das kann doch nicht sein. Also das Ding muss hier direkt raus. Raus aus dem Haus. Also ich will das hier nicht haben. Oh, Julian, was hast du gegen Einhörner? Voll das komische Ding. Ich mag keine Einhörner. Einhörner sind die tollsten Tiere, die es gibt. Nein, ganz bestimmt nicht. Einhörner sind so lieb. Nein. Du kannst keine Angst davor haben. Hab ich auch gar nicht. Außerdem ist das überhaupt kein echtes Einhorn. Das ist ja aus Gummi oder so. Hättest du denn wenigstens ein richtiges Einhorn holen können? Na gut, trotzdem raus damit jetzt. Julian, damit kann man im Pool schwimmen. Na und trotzdem. Das habe ich zum Geburtstag bekommen von meinen besten Freunden. Ja, trotzdem soll das jetzt raus. Mann, Einhörner. Ich mag überhaupt gar keine Einhörner. Und jetzt Hanna mit ihrem Einhorn. Oh Mann, überall Einhörner. Hanna, schau mal. Ich zeig dir jetzt, was ein richtig cooles Tier ist. Hier, guck doch mal, was ich in der Hand habe. Na, oh, das ist Julian, richtig cool, ne? Das ist nicht cool. Natürlich. Außerdem, das gibt es auch nicht. Das ist auch nicht ein echtes Tier. Ja, und trotzdem, nein, Drachen gibt's. Hallo, Drachen gibt's natürlich. Dann gibt's auch Einhörner. Nein, gibt's nicht. Einhörner gibt es eher als Drachen. Mm-mm.
Und jetzt lass mich, Julian. Ich will alleine sein mit meinem Einhorn. Ja, dann bleib ruhig alleine mit deinem Einhorn. Ich möchte sowieso nicht sehen. Oh, ist das gemütlich auf meinem Einhorn. Endlich Ruhe. Oh, was ist das denn? Oh, Hanna! Hanna! Was ist das? Das ist ja riesig! Oh! Ach, Emma, was machst du denn hier? Jetzt wollte ich gerade mich ein bisschen ausruhen auf meinem Einhorn. Das ist ein Einhorn, das sieht man ja wohl. Oh, darf ich da auch mal drauf mit reiten? Nein, das ist meins, da bin nur ich drauf. Ach, Manu. Oh, das ist so ein schönes Einhorn. Total süß, hat das auch einen Namen. Ich liebe auch Einhörner, so wie du. Hanna, kannst du mich bitte hochziehen? Ich möchte da auch drauf, bitte. Emma, siehst du es nicht? Hier ist kein Platz für zwei Leute. Hier bin ich drauf. Och Mann, bitte. Ich kann da auch hin. Ich bin ganz klein. Ich nehme nicht so viel Platz weg. Du darfst da jetzt aber nicht drauf. Ich habe das neu und jetzt will ich da ganz alleine drauf. Hanna, das ist echt gemein. Voll unfair. Hätte ich ein Einhorn, dürftest du auch damit spielen. Du darfst jetzt auch nicht mehr mit meinen Sachen spielen. Ich möchte so gerne auf das Einhorn. Aber wie kann ich Hanna überzeugen? Ich brauche irgendeine Idee. Vielleicht möchte Hanna ja einen von ihren Lieblingskeksen. Das kann ich vielleicht tauschen. Hanna! Mann, kann man nicht mal einmal 5 Minuten Ruhe auf seinem Einhorn haben? Hanna, möchtest du vielleicht so einen Keks hier, so einen leckeren? Oh ja, danke, das sind meine Lieblingskekse. Und jetzt, lass mich auf das Einhorn. Also du kriegst diesen Keks nur, wenn ich auf das Einhorn darf. Ansonsten kriegst du den nicht. Ach, wie gemein, Emma. Ich dachte, du bringst mir einfach so einen meiner Lieblingskekse. Nö. Weißt du was? Das ist nur ein blöder Trick von dir. Ich möchte keinen Keks. Ich gebe dir nicht mein Einhorn ab. Da bin ich alleine drauf. Aber der ist so lecker. Ist mir egal. Oh Mann, wenn mich alle immer nerven, dann trage ich jetzt mein Einhorn weg. Und ich will mal ausprobieren, ob man damit wirklich im Pool schwimmen kann. Komm, Platz da, Emma. Ich will vorbei mit meinem Einhorn. Ich gehe nicht weg. Doch, mach mal Platz. Ich will in den Pool. Oh, das wird richtig super. Wahrscheinlich kann ich darauf richtig toll auf dem Wasser schwimmen und werde dann gar nicht nass. Hanna will in den Pool. Das muss ich irgendwie verhindern. Ha, gut, dass ich meine Badehose immer drunter trage. Das heißt, ich kann direkt in den Pool springen. So, mein liebes Einhorn, wartest du bitte hier kurz auf mich? Ich muss mir noch mal einen Badeanzug oder Bikini anziehen. Also nicht weglaufen, hier bleiben. Julian, wehe, du gehst an mein Einhorn. Was will ich von deinem Einhorn? Nein, ich will nichts von deinem Einhorn. Ich lasse es in Ruhe, ganz bestimmt. Haha, Erster! Und der Pool ist nur für mich, den ganzen Tag. Hanna kommt hier ganz bestimmt nicht rein und ganz bestimmt nicht mit diesem doofen Einhorn. Oh, das wird ein Traum, ein richtiges Träumchen. Ich werde auf meinem Einhorn auf dem Wasser reiten. Och nö, das gibt's doch nicht. Wie konnte Julian so schnell sein? Der war doch gerade hier noch in Klamotten und jetzt ist er schon in Badehose im Pool und reserviert sich den Pool. Hanna, hier ist es. Tut mir leid. Also der Pool ist heute nur für mich. Also da steht auch Julian Vogel, dieser Pool heute, wie nennt man das? Gerecht? Ne, reserviert, reserviert. Ja, der ist reserviert für mich heute. Och Mann, mach mal Platz, Julian. Nö. Also für dich ist Platz, aber nicht für dieses doofe Einhorn. Also du kannst gerne rein, wenn du ohne dieses Einhorn kommst, dann kannst du hier rein. Sonst komm, hast du hier Platz, Poolverbot. Julian. Nö. Mein Einhorn und ich wollen gemeinsam nö. Hier schwimmen. Hey, Hanna, was machst du da? Ich lass mir gar nichts von dir sagen. Bip. Mach dich darauf gefasst. Ich werde jetzt reinkommen und mein Einhorn auch. Nein! Hanna, nimm dieses blöde Einhorn hier weg. Das war nicht ganz so entspannt, wie ich mir das dachte. Hey, weg, raus! Aber ich werde mich jetzt richtig schön hier Hanna, sorgen. Raus! Das gibt's doch nicht. Ich muss mir irgendwas Neues überlegen. Mache ich dieses Einhorn kaputt? Vielleicht. Ha, dass ich nicht schon früher drauf gekommen bin. Ich habe eine super Idee. Oh, das ist echt das Tollste, was man sich vorstellen kann. Entspannen im kühlen Pool. Kein nerviger Julian. Keine nervige Emma. Oh, so kann ich es echt aushalten. Hey, Hanna! Hanna! Ich bin jetzt Friseur geworden und dein Einhorn bekommt jetzt eine neue Frisur. Schön kurzer Schnitt. Auf keinen Fall, Julian! Man darf da nicht reinsteigen! Wie möchtest du es denn? Vorne eher kurz oder so einen kleinen Pony noch? Und lass so einen kurzen Pony noch lassen? Gib mir sofort die Schere her, das ist gefährlich! Hey, ich störe mich nicht bei der Arbeit, aber ich muss doch irgendwie Miete zahlen, also lass mich! Julian, hier hört der Spaß auf. Nein, was für ein Spaß. Das ist Arbeit. Hallo, ich muss dem Einhorn jetzt die Haare schneiden. Lass mich in Ruhe. Die Schere weg. Komm, Julian, wenn du die Schere wegtust, dann darfst du auch mal auf meinem Einhorn reiten. Das macht echt richtig viel Spaß. Was?
Also wir können dann zusammen damit spielen, aber ja? Auf jeden Fall die Schere weg. Okay, alles klar. Ja, Einhörner sind doch nicht so doof. Also, wenn ich damit auf den Pool darf. Okay. Wir können ja mal versuchen, ob wir beide da drauf passen. Ja, ja, aber ich als beide erstes. Ich als erstes. Oh, das ist so gemein. Julian darf jetzt auf das Einhorn und ich durfte nicht. Ich ziehe jetzt sofort meine Badeklamotten an und dann komme ich auch. Oh, ich bin doch total müde. Wie spät ist es eigentlich? Gibt's schon Frühstück? Andi ist auch egal, wie spät es ist. Ich möchte jetzt meinen Kakao trinken. Wo ist der denn? Kann ich mir den selber machen auch? Das mache ich mir selber. Das ist auch gar nicht so schwer. Ich habe das schon ganz oft gesehen, wie Mama das gemacht hat. Also ab in die Küche. Wo haben wir denn die Milch? Wo ist denn dieses braune Mehl, was man da rein tut? Dieses Kakao. Kakaopulver. Und das brauche ich auch für meinen Kakao. Sonst gibt's nur Milch. Oh Mann, ich kann das Pulver nicht finden. Dann nehme ich jetzt einfach hier so eine Tasse und trinke einfach nur Milch. Och Mann, oh. Ist ganz in Ordnung, aber eben kein Kakao. Aber ist okay. Dann tue ich das lieber hier mal wieder weg. Nicht, dass jemand drauf tritt morgen. Und Mama schimpft sonst auch. So, jetzt wo ich meine Milch getrunken habe, kann ich ja wieder ins Bett gehen. Hoffentlich kann ich dann wieder schön schlafen. Was war das für ein Geräusch? Ich traue mich nicht mehr nach oben. Was war das? Ich laufe jetzt ganz schnell wieder in mein Bett und dann verkrieche ich mich. Da war schon wieder das Geräusch. Ich gehe lieber zu Hanna. Hanna! Oh, was ist denn? Hanna. Ist doch mitten in der Nacht, oder? Emma, warum nervst du mich? Kann das nicht bis morgen früh warten? Ich schlafe. Hör doch mal, hörst du es nicht? Hanna, hörst du nicht die Geräusche? Diese gruseligen, was ist das? Ach nö, Emma, ich höre nichts. Warum bist du überhaupt so aufgedreht mitten in der Nacht? Hanna, komm jetzt mal runter von deinem Bett. Ich muss dir das unbedingt erzählen. Was musst du mir erzählen? Also ich bin aufgewacht und dann wollte ich in die Küche, weil ich da was trinken wollte. Und dann wollte ich mir einen Kakao machen, weil ich so da Lust drauf hatte. Und dann habe ich das Pulver nicht gefunden und dann habe ich Milch getrunken. Milch trinken? Wie spät ist es denn? Oh Gott, Emma, es ist 3 Uhr nachts. Um 3 Uhr nachts darf man auf gar keinen Fall Milch trinken. Was? Wieso? Wenn man um 3 Uhr nachts Milch trinkt, dann passieren ganz gruselige Dinge. Und deswegen auch das Geräusch. Oh nein, Julian, aufstehen! Julian, steh auf! Oh, nervt so nicht. So schrecklich ist passiert. Ja. Oh, nervt nicht. Oh Mann, habt ihr nichts Besseres zu tun? Ich brauche meinen Schönheitsschlaf. Ich muss morgen früh wieder raus. Bitte. Oh nein, Emma, nein. Julian, es ist ganz ernst. Was denn? Emma hat um 3 Uhr nachts Milch getrunken. Was? Emma, bist du verrückt? Um 3 Uhr nachts Milch trinken? Das darf man doch nicht. Das weiß doch jedes Kind. Da passiert doch was ganz, ganz Gruseliges, oder nicht? Was machen wir denn jetzt? Ich weiß es nicht. Oh Mann, Emma, hättest du keinen Kakao trinken können? Das wäre in Ordnung, aber Milch? Oh Mann, am besten verstecken wir uns alle wieder irgendwo. Ja, nein, wir müssen rausfinden, wo das Geräusch herkommt. Nein, auf gar keinen Fall, das will ich gar nicht wissen. Ich bin weg, ich muss hier weg. Ich werde mich hier in meinem Bett verstecken. Verkriech mich hier. Emma, komm raus. Hanna hat recht, Emma. Wir müssen jetzt dieses Geräusch irgendwo finden. Das kommt doch irgendwo her. Ich trau mich nicht. Doch, komm, Emma, wir gehen auch zu dritt. Wir lassen dich nicht alleine. Los, komm. Kommt, Leute, als erstes versuchen wir es im Wohnzimmer. Emma, sei mal kein Angsthase, bitte. Okay, du hast voll Angst, das brauchst du nicht. Ich nehme meinen ganzen Mut zusammen. Okay. So, wir fangen mal hier an. Vielleicht können wir mal unterm Sofa nachschauen oder so. Was? Unterm Sofa? Tut mir leid, Leute, ich muss wieder ins Bett. Ja, ich muss schlafen. Tut mir leid, doch, ich muss schlafen. Ihr müsst das jetzt alleine machen. Warte, sag mir Bescheid. Julian, du bist ein Angsthase. Nein, ich bin kein Angsthase. Ich muss wirklich schlafen. Wir brauchen deine Hilfe. Ja, gut, okay. Ist ja gut, ich schau schon unterm Sofa. Genau, guck du unterm Aber Sofa. Aber ihr seid hinter mir, okay? Ja. Also ich kann nichts sehen und ich höre auch nichts. Also ich glaube, von hier kommt das nicht. Schau mal richtig, Julian. Da unter ist. Da ist aber nichts. Ich habe das Gefühl, das Geräusch kommt von dort. Ich weiß es ganz genau. Ja, dann mach das doch selber. Also, wobei, da kommt was. Ja, Samira, was soll das denn? Oh Mann, hab ich mich erschrocken. Ich mich auch. Haben wir auch noch Samira aufgeweckt mitten in der Nacht.
Also hier kommt das Geräusch auch nicht her. Ich glaube, das war's, Hannah. Wir müssen nicht mehr suchen. Wir können uns jetzt eigentlich wieder verstecken, oder? Also ich will ehrlich gesagt nicht mehr suchen. Ich will auch nicht. Doch, wir müssen jetzt weiter suchen. Oh Mann. Du gehst vor. Alles Emmas Schuld. Nein. Das war gar nicht meine Schuld. Ich wusste das nicht, dass man das nicht darf. Und ich wollte eigentlich auch Kakao. Oh Mann, ich habe keine Lust mehr. Ich will jetzt wieder ins Bett. Oh Mann, ich werde morgen wieder voll gestresst aufstehen und... Oh nein, dann sehe ich wieder ganz komisch aus und dann meckert wieder Mia. Oh nee, darauf habe ich gar keine Lust. Doch, kommt. Jetzt gehen wir nach oben. Ich habe jetzt oben was gehört. Oh ja, gut. Julian, geh du mal nach vorne. Ich gehe nach ganz hinten. Hält man wieso? Hast du einfach Angst? Nein. Ich schaue doch einfach nur, ob hinten alles okay ist und ihr in Sicherheit seid. Ja, kommt. Genau deswegen. Nee, geh du mal nach vorne, bitte, Julian. Ja, gut, okay. Aber bleib nicht hinter mir, okay, Emma? Ja. Nicht trödeln, ihr beiden. Ich glaube, also ich bin mir jetzt ganz sicher. Das Geräusch kommt von da oben. Leute, hört mal. Also, das ist irgendwie hinter uns. Ganz nah. Ja, ich, im Badezimmer, ich oder? Ich glaube, im Badezimmer. Wirklich, es kommt aus dem Badezimmer. Jetzt bin ich mir sicher. Ich will es gar nicht sehen. Ich auch nicht. Was ist das wohl? Ich möchte nicht ins Badezimmer, oh, bitte Mann. Nicht. Wir müssen das jetzt aber durchziehen. So, bei drei drehen wir uns um, okay? Eins, zwei, drei. Da, Kinder! Oh, ich habe sowieso Bauchschmerzen. Warum erschreckt ihr mich denn so? Was macht ihr überhaupt hier 3 Uhr nachts im ganzen Haus? Papa, was machst du denn da? Kinder, Ruhe jetzt. Sonst wird Mama gleich noch wach. Kinder, was macht ihr überhaupt hier im Badezimmer? Ich habe irrsinnige Bauchschmerzen und bin schon die ganze Nacht auf Klo. Sag mal, was macht ihr überhaupt hier? Oh Mann, das war ja klar. Das hätten wir uns auch denken können, Hannah, oder? Dass die Geräusche vom Papa kommen. Der ist normalerweise sonst auch so laut auf Klo. Aber das klang wie ein Monster. Ja, stimmt. Wie ein Monster? Kinder, raus jetzt. Oh Mann, ich hatte so Angst. Ich auch. Aber gut, dass das nur Papa war. Papa, weißt du, was hilft, wenn man Bauchweh hat? Vielleicht ein Glas Milch oder so. Du kannst auch jetzt um 3 Uhr nachts Milch trinken. Das geht schon. Ach, Emma, Prinzessin. Vielen Dank. Nein, ich möchte nichts trinken. Bitte geht einfach nur raus. Bitte, Prinzessin. Oh Mann, Papa, aber irgendwas ist schon schlimm. Und zwar, es stinkt. Oh, Papa, du Stinker. Julian, raus jetzt. Oh Mann, Dave, ich bin echt gespannt, was sie sich heute schon wieder für uns überlegt hat hier für den Unterricht. Das frage ich mich auch. Aber ich bin ganz ehrlich, Hannah, ich habe ehrlich gesagt gar keine Lust auf ihren Unterricht. Ich habe auch keine Lust darauf. Das ist in letzter Zeit so nervig bei ihr. Die ist so gemein, die wollte mich ja von der Schule werfen. Da hinten, bitte Ruhe, wir wollen jetzt anfangen. Also, guten Morgen, liebe Kinder. Heute werden wir das Thema Berufe dran nehmen. Und zwar könnt ihr euch überlegen, welcher euer Traumberuf ist. Und dann tretet ihr einfach hier nach vorne und erzählt was darüber. Also, mein Traumberuf war ja schon immer Lehrerin. Ich liebe Kinder. Und ich liebe es auch, anderen etwas beizubringen. Oh Mann, die erzählt total Quatsch. Wer es glaubt, wird selig. Ich glaube, die kann Kinder nicht ausstehen. So, dann fangen wir doch mal an. Also jeder überlegt sich jetzt einfach seinen Traumberuf, wenn das nicht schon lange feststehen sollte. Und dann überlegt ihr euch, warum ihr das machen möchtet und was da alles zugehört. Also ich möchte zur Polizei später. Wie mein Papa, der ist auch bei der Polizei und ich will auch Polizist werden. Und Pia, was willst du eigentlich werden? Keine Ahnung, aber ich liebe es zu zeichnen. Vielleicht Comiczeichnerin. Boah, das wäre richtig cool. Comiczeichnerin, ja, das ist auch ziemlich cool. Und Hannah, was möchtest du mal später werden? Das weiß ich noch nicht. Mir gefallen so viele Dinge. Also, ich interessiere mich für alles Mögliche. Mein Vater ist ja Zahnarzt, ne? Weißt du ja. Ich glaube, du warst schon mal bei dem, ne? Ja, war ich schon mal. Das ist eigentlich auch ziemlich cool, aber ich weiß noch nicht so. Vielleicht auch Zahnarzt, das mag ich nicht. Vielleicht was anderes, keine Ahnung. Zähne also, ich bin blöd. Mir da auch noch nicht so ganz sicher. So, jetzt wo ihr euch alle schon Gedanken gemacht habt, was ihr später werden wollt, fangen wir doch mal direkt an. Hannah, kommst du nach vorne und erzählst den anderen, was du werden willst? Ich weiß es doch noch gar nicht. Also, wenn ich mal groß bin, Sag mal, Hannah, hast du die Aufgabe etwa nicht verstanden? Ihr solltet euch doch Gedanken machen, ihr hättet doch genug Zeit. Und jetzt, hast du gar nichts vorbereitet? Doch, auf jeden Fall. Also, wenn ich groß bin, möchte ich... Hundetrainerin werden. Oh ja, das ist ja richtig cool, Hannah. Das passt voll zu dir. Das passt super zu dir. Das solltest du unbedingt machen. Findet ihr wirklich? Also ich als Hundetrainerin? Ja, wieso nicht? Hallo Mama, ich bin da.
Oh, Hanna, hast du mich erschreckt? Ich hab dich gar nicht reinkommen hören. Puh, na, wie war's in der Schule? Ach, war ganz gut in der Schule. Wir haben über Berufe gesprochen. Und rate mal, was ich werden möchte. Keine Ahnung, du interessierst dich für so viele Dinge. Vielleicht Köchin? Dann könntest du mir direkt beim Mittagessen helfen. Was meinst du? Nein, nein, Mama, Kochen ist nicht so meins. Ich will Hundetrainerin werden. Hundetrainerin? Oh, den Berufswunsch kenne ich ja noch gar nicht von dir. Ich dachte mal irgendwas mit Pferden oder Einhörnern. Also Mama, das mit den Einhörnern wird ein bisschen schwierig. Ich liebe ja auch Einhörner, aber die gibt es nicht wirklich. Ach Hanna, jetzt sag doch nicht sowas. Aber apropos Hundetrainer. Irgendwie, ich kenne jemanden, der Hundetrainer ist. Mal überlegen, wer war das doch noch gleich? Ach ja, meine Kollegin vom Kochclub. Da werde ich mal anrufen, wenn du magst. Dann kannst du gerne zum Hundeplatz mitkommen. Was meinst du? Oh, wirklich? Ja, gerne. Dann kann ich direkt rausfinden, ob das was für mich ist. Hallo, Claudia Vogel hier. Genau, vom Kochclub. Ich habe mal eine Frage an dich. Du bist doch Hundetrainerin, richtig? Hm? Ja, ich habe eine kleine Tochter, Hanna. Und die möchte ganz gerne Hundetrainerin werden. Und ich dachte mir, vielleicht kann sie einfach mal mit zur Hundeschule kommen. Geht das? Ja, so als Schnupperkurs. Super. So, Hanna, da wären wir. Oh, das ist so toll, dass das geklappt hat. Schau mal, da sind ganz viele Hunde. Ja, da gibt's ganz viele unterschiedliche. Kleine, große, kurzes Fell, ach, langes Fell. Ach, sind die niedlich. Und da hinten ist auch schon meine Freundin vom Kochclub. Ach, Claudia, da seid ihr. Ich komm zu euch rüber. Ach, du musst die Hanna sein, die Hundebegeisterte. Genau, das ist meine kleine Tochter. Ja, ich bin Hanna. Ich hoffe, das war jetzt okay, dass ich sie einfach mitgebracht habe. Ich meine, ich habe ja vorher angerufen, aber hier ist ja wirklich ziemlich viel los. Ich hoffe, du bist nicht allzu sehr im Stress. Ach, gar kein Problem. Du Claudia, du musst jetzt auch nicht die ganze Zeit dabei bleiben. Wenn du vielleicht noch was anderes vorhast, einkaufen oder du hast ja auch noch mehr Kinder. Ich kümmere mich schon um Hanna, das klappt schon. In Ordnung. Oh, ist das aufregend. Ich bin so gespannt, was ich alles heute hier lernen werde. Na gut, dann mache ich mich einfach mal los, oder? Hanna, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß hier auf dem Hundeplatz. Und nimm dich vor den Hunden in Acht, obwohl die werden alle lieb sein. Ja, Mama, mach ich. Viel Spaß. Ja, Hanna, was meinst du denn, wenn ich dich einmal rumführe? Hast du Lust? Ja, auf jeden Fall. Das hier ist der Slalom-Parcours für die Hunde. Du wirst gar nicht glauben, wie schnell die da durchlaufen können. Oh, das ist aber spannend. Ach, wen haben wir denn da? Oh, bist du süß. Das ist ein Dalmatiner. Also wir haben hier ganz viele verschiedene Rassen. Ganz unterschiedliche. Die sehen nicht nur unterschiedlich aus, sondern haben auch ganz verschiedene Eigenschaften und Charaktereigenschaften. Hanna, du, ist das okay für dich mit den ganzen Hunden oder hast du auch ein bisschen Angst vor denen? Ich Angst vor Hunden? Auf gar keinen Fall. Ich liebe Hunde. Vor kleinen und vor großen habe ich gar keine Angst. Wow, wie können Sie denn diese beiden großen Hunde halten? Sie müssen total stark sein. Ach nein, die sind beide ganz brav. Hier einmal rechts ein Schäferhund und hier links eine ganz, ganz große Dogge. Aber die sind beide ganz, ganz brav. Oh, ich bin total beeindruckt. Die sind total riesengroß. Größer als ich und bestimmt auch schwerer als ich. Ja, das kann schon sein. Aber die haben hier in der Hundeschule ganz viel gelernt. Möchtest du mal einen halten? Oh ja, auf jeden Fall. Einen oder kann ich vielleicht gleich beide halten? Ja klar, kannst auch beide nehmen. Hier. Oh, danke. Muss ich viel machen. Na, ihr beiden. Oh, ihr seid so niedlich und ich fühle mich richtig stark mit euch. Das werden mir Mama und Papa und Julian und Emma niemals glauben, dass ich schon so große Hunde ganz alleine halten kann. Hanna, bist du bereit für den Rest des Platzes? Oh, ich muss weiter. Hier haben sie ihre Hunde wieder und Dankeschön. Das hier ist der eingezäunte Bereich des Platzes. Also da können die Hunde ohne Leine laufen. Oh, ich bin total gespannt. Darf ich da reingehen? Hoffentlich springen die mich nicht an. Ja, klar kannst du da reingehen. Die sind alle sehr gut erzogen, also keine Angst. Oh, das ist so toll hier. Das ist wie ein Spielplatz, nur für Hunde. Ja, da hast du recht. Das ist wirklich wie ein Spielplatz. Das nennt sich Agility und da können die Hunde sich mal richtig austoben und ihre Balance trainieren. Die Hunde haben sogar eine eigene Wippe. Oh, ich find's richtig klasse hier. Das macht total viel Spaß. Die Hunde sind toll. Und ich glaube, die Arbeit als Hundetrainerin würde mir auch echt gefallen. Und ich hätte gerne einen eigenen Hund, den ich dann trainieren kann. Was würden wohl Julian und Emma und Mama und Papa dazu sagen? Hey Mama, du sag mal, was machst du? Hallo Julian, mein Spatz. Ich gucke gerade meine Serie. Oh Mann, ist ja ziemlich langweilig. Naja, Mama, ich wollte dich auch eigentlich nur was fragen. Und ja, zwar, was denn? Kann vielleicht Julius mal wieder hier hinkommen oder kann ich mich mit ihm treffen? Klar. Also von mir aus gerne. Ich habe absolut nichts dagegen. Okay, super. Okay, dann rufe ich den jetzt mal an. Mach das. Hallo? Hallo, hier ist Herr Schmidt.
Nein, nein, Julius, Julius, ich bin's, Julian. Ja, ja, wollen wir uns jetzt gleich treffen? Okay, komm vorbei, bis gleich. Hey, Julian, voll cool, dass es wieder geklappt hat, dass wir uns treffen können. Sollen wir erst nach oben, Julius? Dann können wir irgendwas spielen oder so. Ja, gerne. Boah, Julius, Julius, weißt du, an was ich gerade denken muss? Was denn? Wie du den großen Julian vermöbelt hast. Weißt du noch? Ja, das musste echt mal sein. Da wollte ich eigentlich auch nur Danke sagen, weil danach hat er mich endlich mal in Ruhe gelassen. Danach ist er nirgendwo hinterhergekommen oder so. Ja, der hat mich echt in Ruhe gelassen danach. Hm, also dich hat er vielleicht in Ruhe gelassen. Aber ich habe gehört, letztens im Cupcake-Laden da hat er wirklich richtig Stress gemacht mit seiner Freundin. Die heißt Lisa, glaube ich. Und die haben echt komplett randaliert im Laden. Jetzt wirklich? Das wusste ich gar nicht. Das habe ich noch gar nicht gehört. Oh Mann, Mann, aber ist irgendwie klar, mit dieser Godzilla-Braut ist das ja klar, dass irgendwo Ärger entsteht. Hm, vielleicht können wir nochmal mit Julian reden, mit dem großen Julian, dass er das einfach sein lassen soll. Ich weiß ja nicht. Mit ihm reden? Meinst du, dann lässt er es sein? Niemals? Vielleicht. Nein, 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 nein. Ich hab eine bessere Idee. Wie wär's, wenn wir ihn einen Streich spielen? Ja, einen Streich, auf jeden Fall. Du, Mama, lass dich nicht stören bei deiner langweiligen Serie, aber wir wollten mit Julius raus ein bisschen Skateboard fahren. Ist das in Ordnung? Klar. Seid doch einfach bis 17 Uhr wieder zurück. Okay, dann okay. Gibt's Armbrot. Komm, Julius, wir müssen uns beeilen. Wir müssen jetzt als erstes direkt zu diesem Hundeplatz. Zum Hundeplatz? Aha. So, wir sind da, Julius. Und ich sehe auch keinen... Oh, perfekt, perfekt. Dann können wir unseren Plan hier schnell machen. Ja, ja. Was für ein Plan, Julian? Ich weiß nicht, wovon du redest. Was soll das für ein Streich sein? Julius, wir werden hier auf diesem Hundeplatz, wenn wir jetzt Hunde, so einen Hundehaufen mitnehmen, also Hundekacke. Und was? Damit spielen wir den Streich. Ja, ja, was los. Willst du denn damit? Ja, komm einfach. Da, Julian, da ist so ein Hundehaufen. Oh, der ist perfekt. Okay, wir haben jetzt eigentlich alles zusammen, also wir brauchten eigentlich nur diesen Hundehaufen. Und jetzt müssen wir das Ding einpacken und dann kann es losgehen. Aber wir können das auf keinen Fall anpacken. Nein. Deswegen habe ich hier so eine Tüte, die musst du offen halten. Und ich stoße das dann mit diesem Stock da rein, okay? Okay. Oh Mann, ich finde das voll eklig, Julian. Ja, muss das sein? Ja. Oh, das stinkt. Oh, pass auf, nicht, dass der Stock bei dir irgendwie auf der Kleidung landet oder so. Wehe. Vorsicht, Vorsicht. Oh Mann, das stinkt ja irrsinnig. Du, ich nehme dann die Tüte und du kannst die Skateboards nehmen, okay? Alles klar. Du, Julian, was machen wir denn jetzt mit diesem stinkenden Hundehaufen? Lass das mal meine Sorge sein, Julius. Also wir fahren jetzt zu dem Haus von dem großen Julian und dann wirst du schon sehen. Boah, das stinkt, aber Julius, ich glaube, wir sind da. Ja, und jetzt? Was kommt jetzt? Ich kann mir einfach überhaupt nicht vorstellen, was du jetzt mit diesem Hundehaufen willst. Können wir das Ding nicht irgendwie loswerden? Das mieft echt mega. Ja, wir werden dieses Ding auch gleich los. Julius, das packen wir jetzt vor die Tür, vor die Haustür. Aha. Und das zünden wir dann an. Anzünden? Und dann wird er das... Ja, das wird irrsinnig witzig. Oh, ganz ehrlich, Julian, ich glaube, das ist keine gute Idee. Doch, natürlich. Und mit Feuer spielt man doch nicht. Ja, es passiert schon nichts. Ich weiß auch nicht. Ich möchte da nicht mitmachen. Ja, okay. Dann mache ich das eben alleine. Aber du passt auf, okay, dass mich niemand erwischt. Also du musst Schmiere stehen. Am besten versteckst du dich da hinterm Haus irgendwo. Gut, Julian, ich bin auf meiner Position. Kann losgehen oder auch nicht. Okay, Hundehaufen liegt. Perfekt, dann kann's jetzt losgehen. Stinkt meine Hand etwa? Nein, ich glaube, das ist immer noch diese Tüte. Oh Mann, zum Glück bin ich die jetzt los. Okay, angezündet habe ich das Ding. Und jetzt klingeln und dann abhauen. Julian, komm schnell. Ja, Julius, ich komme. Oh Mann, das hat geklappt. So, und Julius, jetzt pass auf, gleich kommt der große Julian raus und dann will er das, der wird da drauf treten und dann hat er den ganzen Hundehaufen an seinem Schuh kleben und das wird so witzig, oh Mann. Ist ja ekelhaft. Oh, hä? Der große Julian hat sich aber verändert. Das ist er doch gar nicht. Hat er einen Bart bekommen? Nee, das ist er nicht. Oh nein, was ist das denn? Oh nein, Feuer vor der Haustür, Dios mio. Och nö, das war das falsche Haus, Julius. Oh Mann, wir haben uns im Haus vertan. Ja, oh das scheint nein. Die falsche... Och nö.